Tagesordnung. Zunächst Tagesordnungspunkt 2 darf ich aufrufen. Die Aktuelle Stunde zum Thema Lebensqualität in Stadtvierteln erhöhen, Auswirkungen des Kfz-Verkehrs verringern. Einreicher ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und deswegen beginnt sie auch. Frau Kaspari, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Aktuelle Stunde, die wir heute beantragt haben, wir Bündnisgrün, da geht es um die Auswirkungen des Autoverkehrs in Wohnvierteln und wie sie verringert werden können, mit dem Ziel, die Lebensqualität in den Wohnvierteln zu erhöhen. Konkret geht es um zwei Punkte. Es geht um Aufenthaltsqualität und es geht um Sicherheit in Wohnvierteln. Die Auswirkungen sind einmal der Flächenverbrauch, das Parken, das können Sie hier sehen. Und hier ein Marktplatz, der aktuell nur Parkplatz ist, also nutzungseingeschränkt, würde ich sagen. Die andere Auswirkung ist der Schleichverkehr. Der Schleichverkehr in Wohnvierteln nimmt immer mehr zu. Die Beschwerden kommen wahrscheinlich auch bei Ihnen an und es wird sehr schnell gefahren. Und das ist der Grund für die aktuelle Stunde, das ist der aktuelle Anlass. Es gab einen Artikel im Spiegel vor kurzem, in dem berichtet wurde, dass Dresden eine der Städte in Deutschland ist, in der am meisten über 30 Stundenkilometer gefahren wird in Tempo-30-Zonen. Und es gibt einen weiteren aktuellen Anlass, der lokal ist. In Weixdorf wurde über längere Zeit an der Königsbrücker Landstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Und es hat sich herausgestellt, dass in diesem Tempo-30-Bereich 80% der Autofahrenden über 30 fahren, 5% sogar über 50. Das sind 500 am Tag in einem kleinen Bereich, der extra eingerichtet worden ist für die vielen Schulkinder, die dort queren wollen. Wir haben in Dresden sehr viele Wohnviertel und fast alle sind oder alle sind Tempo-30-Zonen. Ich habe der Stadtverwaltung noch eine Anfrage gestellt und zwar habe ich gefragt, warum in Klotzsche und Hellerau so viele Anliegerfreischilder entfernt wurden. Sie sagten, es liegt daran, das sind Tempo-30-Zonen, dort ist bereits verkehrsberuhigt, da ist keine Gefahr vorhanden. Dass das nicht ganz zutrifft, wissen wir spätestens seit diesen Geschwindigkeitsmessungen. Die Beschilderung in Wohnvierteln ist eine Sache, die Umsetzung ist eine ganz andere. Und die Fachwelt ist sich eigentlich einig, dass man alleine mit Beschilderung die Geschwindigkeitsreduzierung nicht hinbekommt. Dazu muss der Straßenraum umgestaltet werden. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich habe ein paar mitgebracht. Also zum Beispiel kann man die Straße anheben, dass sie niveaugleich zum Beispiel für Radwege oder Gehwege übergeführt werden und das reduziert etwas die Geschwindigkeit des Autoverkehrs oder genauso, wenn eine Straße in ein Wohnviertel reinmündet, dass man dann den Gehweg niveaugleich durchzieht, hier mit einem Schrägbord. Man kann Straßen enger gestalten, indem man, hier stehen Autos, aber es können auch Kurven sein oder freundlicher Blumenkübel aufgestellt werden. Man kann auch sagen, wir können sagen, wir wollen keinen Durchgangsverkehr in Wohngebieten, weil der eher schnell fährt und das ist eben der Schleichverkehr, Diagonalsperren, die lassen Fußgänger und Radfahrer durch, gegebenenfalls auch Sanitäter. Das kann mit Pollern passieren oder man macht gegenläufige Einbahnstraßen, wird in Berlin gerade umgesetzt. Das sind Maßnahmen, die den Durchgangsverkehr raushalten aus den Wohnvierteln, aber trotzdem jeder Anwohner, jede Anwohnerin kann ihr Wohnhaus nach wie vor erreichen. Und unsere Wohnviertel, ich habe es mir auf Dresden Stadtkarte angeguckt, sind alle ziemlich klein. Das heißt, das sollte kein Problem sein.
Und noch etwas, wenn wir wollen, diese Maßnahmen müssen wir anwenden, wenn wir wollen, dass in den Wohnvierteln, die wir mit 30 ausgestattet haben, dass auch wirklich 30 gefahren wird. Und wenn wir wollen, dass es schnell geht, dann sollten wir provisorische Maßnahmen nehmen, das beschleunigt. Wir sollten die Anwohner beteiligen und wir sollten, je nachdem, wie diese Maßnahme dann erfolgreich ist, nachbessern oder verstetigen. Wohngebiete mit angenehmer Wohnumgebung, das ist das, was wir wollen. Wir wollen die Flächen neu verteilen, da kann man Begrünung machen, dann kann man, Begegnungen sind möglich, Straßenfeste, Spielstraßen, Erholung. Und die andere Seite, wir wollen Verkehrsberuhigung, das heißt mehr Sicherheit, Freiheit für Kinder, die allein unterwegs sein können, Senioren, die die Straßen überqueren können, ohne Angst zu haben. Rad- und Fußverkehr ist möglich, der lokale Einzelhandel wird gestärkt. Denn eins ist klar, die Gestaltung des Straßenraums hat einen erheblichen Anteil Einfluss darauf, wie das Zusammenleben, wie das Leben der Menschen in ihrem Stadtteil, in ihrem Wohnviertel funktioniert. Weniger Geschwindigkeit und eine attraktive Gestaltung, das erzeugt Ruhe, das macht man, fühlt sich wohl und man lebt dort gerne. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt die AfD-Fraktion. Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Bürger, die Lebensqualität der Dresdner Bürger zu stärken, ist seit jeher das oberste Ansinnen der AfD-Stadtratsfraktion. Leider laufen die Beschlüsse dieses Stadtrates dem Interesse oftmals entgegen. Dabei gibt es in der Landeshauptstadt Dresden viel Potenzial, die Lebensqualität weiter zu verbessern. Sicherheit ist Lebensqualität. Ein Motto, das konsequent von der AfD-Fraktion betont, aber hier im Stadtrat viel zu selten gehört und umgesetzt wird. Wirksame Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Fuß- und Radverkehr, ebenso die eigenständige Mobilität von Kindern, befürwortet auch die AfD-Fraktion ausdrücklich. Über den Ausbau und die Schaffung von Radwegen wird hier im Stadtrat regelmäßig debattiert. Etwas zu kurz kommen in unseren Augen leider immer die Gehwegsanierungen. Auch bei den Gehwegen in Dresden gibt es Holperpisten, die weder für Kinder zum Fahrradfahren geeignet sind, noch für Personen mit Rollator oder Rollstuhl und ebenso hinderlich für Familien mit Kinderwagen sind. Gerade für die kurzen Wege des täglichen Bedarfs braucht es einladende Gehwege. Hier die Stolperfallen und Hindernisse zu beseitigen, schafft im Kleinen einen großen Beitrag für die Lebensqualität im Stadtviertel und schafft größere Attraktivität für Fuß- und Radverkehr in der Nahmobilität. Zu sicherheitssensiblen Bereichen zählen auch Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime. Hier sind Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, zum Schutz von Kindern und älteren Menschen sinnvoll und zu unterstützen. Dennoch müssen all diese Einrichtungen auch weiterhin mit einem Auto erreichbar sein. Des Weiteren wird im Antrag zur Aktuellen Stunde genannt, wirksame Kontrollen zur Einhaltung der Verkehrsregeln. Liebe Grüne, da sind wir von der AfD-Fraktion voll bei Ihnen. Geschwindigkeitskontrollen sind notwendig und vor allem Raser, die die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährden, gehören aus dem Verkehr gezogen. Das gilt übrigens auch für Radfahr-Rambos, die meinen, dass die StVO für alle anderen gilt, nur nicht für sie. Deshalb hat die AfD-Fraktion den Antrag Elbradweg sicher für alle Fußgänger besser schützen eingebracht und wir freuen uns dann auf eine breite Zustimmung zu dem Anliegen. Bei der Planung und Gestaltung von Straßen in Stadtvierteln wird das Thema Parken leider mehr als stiefmütterlich behandelt. Beispiele gab es in jüngster Vergangenheit mehr als genug. Dass Parkplätze für andere Vorhaben weichen mussten. Dabei sorgen genügend Parkplatzflächen für eine ausreichende Anzahl von Parkplätzen in den Stadtvierteln und vermindern die abendliche Parkplatzsuche mit vermeidbarem Parksuchverkehr, der für zusätzliche Abgase und Feinstaub sorgt. Genügend freie Parkplätze steigern somit nachweislich die Lebensqualität. Zum Thema Feinstaub und wie man ihm auch begegnen kann, beim gemütlichen Grillen, zum Beispiel im Alaunpark, werden Ruß und andere Schadstoffe freigesetzt. Die heimlichen Fleischesser von links könnten ja im Interesse des Klimaschutzes darauf verzichten, den Grill unnötig lange befeuern zu müssen.
Nachweislich ist der dadurch verursachte Feinstaub zu gewissen Tageszeiten höher konzentriert als zu den Hauptverkehrszeiten, wie man lesen kann. Auch die anteilig meisten zugelassenen, mit H-Kennzeichen versehenen Fahrzeuge sind ausgerechnet in der äußeren Neustadt zu finden. Die oft vermoosten, rauchenden, riesigen Rostlauben haben meist weder etwas mit Umweltschutz noch mit zeitgenössisch originalem Zustand zu tun. Außerdem brauchen die Dinger gleich mal 3 Parkplätze hintereinander. Also wenn die Dinger verschwinden, dann wird aber wieder Platz für andere Autos. Die eigentliche Intention Ihrer aktuellen Stunde ist nämlich nichts anderes als Ihr Lieblingsthema. Wie können wir Autofahrer, Berufspendler, Arbeiter, Gewerbetreibende, Angestellte, Steuerzahler, also diejenigen, die das Geld erwirtschaften, welches der Staat und die Kommunen damit großzügig verteilen, weiter zu schikanieren, ausgenommen das eigene Klientel natürlich, da sieht man großzügig drüber hinweg. Und das ist rot-grüne Politik, meine Damen und Herren. Die Gründe für ein Auto sind vielfältig. Man ist mobil, flexibel und unabhängig bezüglich Zeit und Ort. Es ist bequem und komfortabel. Es bietet Kostenvorteile für Vielfahrer und bei mehreren Personen. Es ermöglicht den Transport größerer Gegenstände und ein Auto bietet Privatsphäre und Virenschutz. Kurzum, das Fahren mit dem Kraftfahrzeug hat somit einen großen Anteil an der Lebensqualität sehr vieler Menschen. Diese Lebensqualität sollte nicht durch eine autofeindliche Politik zerstört werden. Wer ÖPNV, Rad- und Fußverkehr fördern will, sollte dies nicht einseitig zulasten der Autofahrer tun. Schließlich ist das Automobil das Verkehrsmittel Nummer 1 und das Rückgrat unserer Wirtschaft. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Frau Hollowenko. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, Lebensqualität in Stadtvierteln erhöhen, Auswirkungen des Kfz-Verkehrs verringern. Das ist kein Thema für eine Aktuelle Stunde im Dresdner Stadtrat im Mai 2022, sondern das hätte Thema bei jeder einzelnen Dienstberatung der zuständigen Beigeordneten seit August 2015 sein können und müssen. Man kann wirklich nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sich den Antragstext durchliest. Jeden einzelnen der aufgeführten Punkte hätten die zuständigen Beigeordneten Raul Schmidt-Lamontaine und Stefan Kühn längst umsetzen können und müssen. Und falls das den Grünen nicht schnell genug gegangen wäre, dann hätten sie mit entsprechenden Anträgen hier im Stadtrat in den letzten 7 Jahren ihren Beigeordneten einen sanften Stups in die richtige Richtung geben können und wir hätten das bestimmt an verschiedenen Punkten gerne unterstützt. Stattdessen müssen wir uns heute mit den realen Fehlleistungen der Dresdner Stadtverwaltung unter Führung von Oberbürgermeister Hilbert beschäftigen, dem die Themen Lebensqualität, Klimaschutz und Verkehrssicherheit in seiner Amtszeit bislang nicht wichtig waren. Er setzte lieber andere Schwerpunkte und es fällt ihm jetzt im Wahlkampf ein, dass er seine durch und durch gelbe Politik grün anstreichen sollte, um Punkte zu sammeln. Und da frage ich Sie, Herr Hilbert, was nutzen denn der Stadtgemeinschaft Wirtschaftsansiedlungen, wenn die Kinder der Beschäftigten nicht sicher in die Schule oder auf den Spielplatz kommen? Und was nutzt der Dresdner Bevölkerung eine Stadt ohne neue Schulden, wenn die Menschen durch die zunehmende Verdichtung um jedes bisschen Freiraum zum Durchatmen und Entspannen kämpfen müssen? Stattdessen wurde Vonovia gestattet, Hinterhöfe wie den an der Kronauer Straße zuzubauen. Flächen wurden versiegelt und die Stadt kommt bei der Umsetzung des Fuß- und Radverkehrsplans kaum vom Fleck. Gleichzeitig wurden die Tickets für Bus und Bahn immer teurer und die Zuschüsse für die DVB wurden stark gekürzt. Und so kann die Verkehrswende ganz sicher nicht gelingen. Liebe grüne Fraktion, ihr merkt es vielleicht selber, euer Antrag, der ist überhaupt nicht stringent und er lenkt den Fokus auf die vielen, vielen Dinge, die in den letzten Jahren in Dresden unter fachlicher Verantwortung der grünen Beigeordneten falsch gelaufen oder gar nicht erst passiert sind. Es gibt so viele Orte in unserer Stadt, an denen FußgängerInnen und RadfahrerInnen Tag für Tag durch den Autoverkehr gefährdet werden oder sich zumindest unsicher und unwohl fühlen. So viele Problemstellen, auf die Eltern, Schulen und BürgerInnen immer wieder aufmerksam gemacht haben. Nehmen wir zum Beispiel die Schaffung einer sicheren Querungsmöglichkeit auf der Strillner Straße.
Dazu gab es sogar eine Petition mit dem Ergebnis, dass seitdem überhaupt nichts passiert ist und die Schulkinder des Semper-Gymnasiums sowie die Menschen, die die Räume des Körper- bzw. Blinden- und Sehbehindertenverbandes besuchen wollen, dort immer noch ohne Ampel, ohne Verkehrsinsel und bei Tempo 50 über die Straße huschen müssen. Nächster Punkt sind die vielen fehlenden Zebrastreifen vor Schulen, vor Kitas und Seniorenheimen. Als Beispiel sei hier die 30. Grundschule in der Hechtstraße genannt. Die Eltern dort haben es einfach nur noch satt. Sie können die ewig gleichen Ausreden der Verwaltung nicht mehr hören. Sie wollen also, dass endlich was passiert und sie wollen, dass ihre Kinder sicher in die Schule kommen. Und statt ganz konkrete Abhilfe zu schaffen und zum Beispiel jede Woche eine Problemstelle in unserer Stadt zu beseitigen, legt uns die Verwaltung einen Masterplan und ein großes, toll klingendes Konzept nach dem anderen vor. Und da sage ich, haben Sie doch mal den Mut zur Kleinteiligkeit, gehen Sie die realen Probleme in Dresden doch mal ganz konkret an und lösen Sie sie doch einfach mal, statt hier solche Reden zu schwingen. So, aber auch der Geschäftsbereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jenichen, die zuständig ist für das Stadtgrün, hätte in den letzten Jahren aktiv zur Steigerung der Lebensqualität und zum Klimaschutz beitragen können. Stattdessen wurden unter ihrer Verantwortung in den letzten 5 Jahren Jahr für Jahr mehr Bäume gefällt als gepflanzt. So, das muss man sich einfach auch mal überlegen. Und natürlich waren viele von den Fällungen aufgrund des Klimawandels notwendig, das wissen wir. Die Bäume sind einfach verdurstet und abgestorben. Aber da muss man eben Abhilfe schaffen und entsprechend mehr Bäume pflanzen. Die müssen ja alle auch noch ein paar Jahre wachsen, bis die dann auch wirklich die Lebensqualität aktiv erhöhen können. Aber das müssten die Grünen eigentlich am besten wissen. Lebensqualität durch ausreichend Bewegungsräume, Verkehrssicherheit, Klimaschutz durch aktive Aufforstung und einen öffentlichen Personennahverkehr, den die Menschen auch annehmen, weil sie sich ihn finanziell leisten können. Das alles muss endlich Chefsache in Dresden werden. Und das darf nicht nur blumiges Wahlkampfversprechen sein. Sie sehen, es gibt viel zu tun und ich wünsche mir stellvertretend für alle Menschen in unserer Stadt, dass hier endlich was passiert und ganz konkret Dinge angegangen werden. Und aktuelle Stunden wie diese gehören ganz sicher nicht dazu. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, SPD-Fraktion, Herr Engel. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir ganz ähnliche Fragen gestellt wie die Kollegin Holowenko. Die Aktuelle Stunde klingt toll, aber ich kann ehrlicherweise keinen aktuellen Bezugspunkt finden, was schlecht ist für eine Aktuelle Stunde. Das muss man, glaube ich, so nüchtern mal feststellen. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum beantragen ausgerechnet die Grünen diese Aktuelle Stunde zum jetzigen Zeitpunkt? Also nein, ich stelle mir tatsächlich dabei 2 konkrete Fragen. Haben Sie keinen Einfluss, etwas an den Dingen, die Sie hier gerade aufgezeigt haben, zu ändern? Diese Frage kann man seit 2015 verneinen. Sie haben den Einfluss und haben die Möglichkeiten oder hätten zumindest die Möglichkeit, sie zu nutzen. Oder haben wir einen Mangel an Beschlüssen in diesem Stadtrat? Nein, sehe ich auch nicht. Und ich will das auch tatsächlich am Beispiel eines wenig revolutionären Beschlusses dieses Stadtrats ein bisschen durchexerzieren. Der Stadtrat hat Ende 2014 einen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen, der wahrlich nicht revolutionär ist, aber der einige oder eigentlich fast alle Sachen, die in Ihrem Antrag drinstehen, die Sie da fordern, eigentlich auch schon beinhaltet. Sie fordern nämlich zum Beispiel, die eigenständige Mobilität von Kindern zu fördern. Das ist eine sehr, sehr schöne Forderung. Man findet im Verkehrsentwicklungsplan auf Seite 164 unter anderem die Verbesserung der eigenen Verkehrskompetenz von Kindern. Eine tolle Forderung. Ich warte auf die Maßnahmenkataloge der Verwaltung, das umzusetzen. Die Rückendeckung des Stadtrats haben Sie seit 2014 dafür. Sie skizzieren in Ihrem Antrag zum Beispiel auch, dass Sie Nutzungsänderungen des Straßenraums zur Erhöhung der Lebensqualität in Stadtvierteln haben wollen. Es ist so, dass wir im Verkehrsentwicklungsplan einen Bewertungsindikator zum Beispiel haben, der lautet Verbesserung der Lebensqualität, Stadtgestalt und Aufenthaltsqualität in zentralen öffentlichen Räumen und im Wohnumfeld. Das ist genau das, was Sie meinen. Das steht in diesem Verkehrsentwicklungsplan. Dann setzen Sie es doch einfach um. Diesen Beschluss von 2014 haben Sie dafür. All das sind Sachen, die stören mich tatsächlich und
wir sehen das ja durchaus auch an anderen Bereichen, dass wir einfach nicht ins Machen kommen. Wir haben nach wie vor ein Radverkehrskonzept. Und dieses Radverkehrskonzept umfasst insgesamt 447 einzelne Maßnahmen, von denen zumindest laut Zählung des ADFC bisher ganze 70 vollständig umgesetzt sind. Das sind 15,7%. Und das ist einfach ein Tempo, was nicht befriedigen kann. Und da muss man dann, glaube ich, auch mal klar machen, dass wir nicht mehr ewig Zeit haben. Das Radverkehrskonzept hat eigentlich einen Umsetzungshorizont bis Dezember 2025. Da ist aber mittlerweile schon fast 60% der Zeit verstrichen. Wir haben gerade mal 16% der Maßnahmen umgesetzt. Das kann aus unserer Sicht so nicht weitergehen. Und ich möchte tatsächlich auch mal so ein bisschen mit der Mehr aufräumen, dass all diese Maßnahmen, die Sie jetzt hier so skizziert haben, immer den ganz großen politischen Aufschrei erzeugen würden. Natürlich, bei einzelnen Diskussionen merken wir das hier im Rat. Aber schauen Sie sich zum Beispiel mal die Voten zum Fußverkehrskonzept an. Da haben die ganzen Stadtbezirksbeiräte sehr, sehr viele konkrete Vorschläge gemacht, wo man neue Zebrastreifen, neue Gehwege und andere verkehrsorganisatorische Maßnahmen ergreifen könnte. Oft mit sehr, sehr breiten Mehrheiten in diesen Gremien auch gefasst. Und in diesen Gremien gibt es partout nicht immer linke Mehrheiten. Das wissen Sie alle hier in diesem Raum. Und jetzt kommt es eben auch darauf an, aus diesen Voten etwas konkret mal rauszuziehen, konkret tatsächlich auch zur Umsetzung zu kommen und mit diesen Vorschlägen auch zu arbeiten. Weil wenn es tatsächlich vor Ort den Willen gibt zur Verkehrsberuhigung, dann wird es tatsächlich auch in diesem Rat Mehrheiten dafür geben. Der festen Überzeugung bin ich tatsächlich. Und da überzeugen mich tatsächlich auch die Ausflüche, die ich manchmal höre, dass das alles so kompliziert sei und so wahnsinnig lange dauere, überzeugen mich einfach nicht. Ich erwarte da tatsächlich ein anderes Umsetzungstempo. Wir haben in den letzten Jahren auch immer in den Haushalten noch zusätzlich Gelder auch in GB6 und GB7 auch reingegeben, um Maßnahmen noch zusätzlich zu unterfüttern. Und da erwarten wir tatsächlich, dass diese Mittel auch mal entsprechend abfließen. Wir brauchen hier an dieser Stelle nicht mehr aktuelle Stunden zu solchen oder zu anderen Themen. Wir brauchen endlich mehr politische Umsetzung. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die FDP-Fraktion, Herr Zastrow. Nee. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, also seine gelbe Politik grün anstreichen, das sollte der Oberbürgermeister, wenn er die Wahl gewinnen will, auf keinen Fall tun. Weil wer hier der Grünste sein will, da gibt es einen schönen Wettbewerb, den haben wir gerade eben gesehen, das ist kein Wählermarkt. Der Wählermarkt sitzt da drüben und ich glauben Sie mir, ganz viele in Dresden wollen eine vernünftige, sachorientierte Politik und die gibt es nur mit dem Mann hinter mir. Na, wenn Sie Wahlkampf machen, darf ich es ja auch. In einer Sache stimme ich aber mit Frau Olewenko und auch meinem Vorredner, dem Kollegen Engel, natürlich überein. Die Frage, was an dieser Debatte aktuell ist, habe ich mir auch gestellt. Ich konnte sie ebenfalls nicht beantworten. Es gibt überhaupt keinen Anlass. Und Ihre fundamentale Abneigung gegen alles, was vier Räder hat, liebe Frau Kaspari, die ist ja auch nie neu. Das zelebrieren Sie immer wieder sehr gerne, auch heute wieder. Aber mir fällt es schwer, darauf noch was zu erwidern, weil ich alles, was dazu zu sagen ist, wahrscheinlich an dieser Stelle schon oft genug gesagt habe. Deswegen will ich mich da gar nicht so lange drauf aufhalten. Es ist ein ganz klassischer Anti-Auto-Antrag. Für Sie ist der Autofahrer das Feindbild in dieser Stadt und das leben Sie hier aus. Neue Erkenntnisse habe ich keine bekommen, wobei, da muss ich dann auch wieder meinen Vorrednern zustimmen, Sie haben was getan. Vielleicht finden Sie es gut, ich würde es anders bewerten, aber wir haben ja, seitdem die Grünen diese beiden Ressorts verantworten, beispielsweise, ich glaube, letztens waren es 48, vielleicht sind es inzwischen auch mehr, neue Langsamfahrstellen in Dresden bekommen. Sie haben doch überall ohne Sinn und Verstand Tempo-30-Zonen oder Tempo-30-Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt. Niemals dort, wo Unfallschwerpunkte waren, können Sie überhaupt nicht nachweisen. Der absolute Hit ist Tempo 30 auf der Fetscherstraße nach der Waldschlösschenbrücke. Da haben Sie schon diesen idiotischen Blitzer auf der Waldschlösschenbrücke, ohne dass es eine Hufeisennase gibt. Da kassieren Sie das erste ab, dann fahren Sie weiter auf einer vierspurigen Straße, dann kommt schon wieder ein Blitzer. Wissen Sie warum? Weil dort ein Herzzentrum weit drüben ist, das eine eigene Vorfahrt hat, null Gefährdung für irgendeinen Fußgänger. Und auf der anderen Seite ist ein Seniorenwohnheim, ganz weit weg. Die schaffen das gar nicht bis zur Straße, meine Damen und Herren.
Das ist Ihre Verkehrspolitik. Völlige Katastrophe an den wirklichen Gefahrenstellen. Ich sage nur mal, Elbe-Radweg, wissen Sie, wie der belegt ist? Der zweite Elbe-Radweg, den Konflikt zwischen Radverkehr und Umweltinteressen haben Sie bis heute nicht gelöst. Den lösen Sie auch nicht, wenn Sie beide diese Ressorts behalten. Mindestens ein Ressort können wir ja im August dann neu gestalten, meine Damen und Herren. Das sollten wir auch dringend machen. Sie lösen übrigens auch ein Problem nicht aus, wenn es um Sicherheit geht oder wenn es um Lärmschutz geht. Warum lassen Sie dann zu, dass an ganz vielen Stellen zwar Tempo 30 für Autofahrer gilt, aber Tempo 50 nach wie vor für die Straßenbahn? Ich erinnere nur an den Lärmschutz auf der Bautzener Straße. Da musst du als Autofahrer langsam fahren, wirst doch geblitzt. Auch für die Bahn gilt das nie. Meine Damen und Herren, wenn es um Lärmschutz geht, wenn es um Sicherheit geht, dann geht es für alle Verkehrsteilnehmer, übrigens auch für den Radfahrer, der mit seinem Pedelec über 30 fährt, meine Damen und Herren. Ich will eins klar zum Ausdruck bringen, und das ist, glaube ich, Ihre grundlegende Fehleinschätzung. Für Sie ist das Auto ein Symbol minderer Lebensqualität. Und glauben Sie es mir, das sehen ganz, ganz viele Menschen in dieser Stadt grundsätzlich anders. Die benötigen ein Auto. Sie brauchen das Auto, weil sie älter sind, weil sie Pendler sind, weil sie es für einen Beruf brauchen, weil sie eine Familie haben, weil sie Kinder haben, die sie irgendwo hinbringen müssen. Das Auto ist für viele ein Zeichen von Lebensqualität. Dazu gehört auch, dass ich nicht einen Kilometer laufen muss von meiner Wohnung dorthin. Vielleicht kann ich das gar nicht mehr, wenn ich nicht nur mobil und gesund bin, wie Sie es, Frau Kaspari, zum Glück noch sind. Es gibt andere, die sind nicht so flott zu Fuß unterwegs. Deswegen brauchen die für ihre Lebensqualität auch eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur mit dem Auto bei sich in ihren Wohnquartieren. Und bitte akzeptieren Sie das endlich. Sie wollen nur Politik für Gesunde machen, für den Menschen, die es gut geht. Es gibt auch ganz, ganz viele andere, die auch nicht mehr mit dem Fahrrad fahren können. Und solange Sie das nicht hier auch mal einsehen und weiter einfach nur darauf setzen, alle diejenigen, die ein Auto haben, zu schikanieren, sind Sie für uns in der Verkehrspolitik kein Ansprechpartner. Ich bin fertig und freue mich jetzt auf den Redebeitrag des Redners der Fraktion der Autolosen. Danke. Als nächste Fraktion Dissidentin, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream. Und ja, Herr Zasso, eins stimmt nicht ganz. Ich habe ganz viele Autos, ungefähr 200. Die sind alle rot und steht Teilauto drauf. Und ich fahre sehr gerne Auto, wenn ich es muss. Und das ist der Punkt. Wenn man ein Auto braucht, wenn ich es wirklich fahren muss, dann soll natürlich Autofahren nicht verboten sein. Aber es sind gerade die Millionen eigentlich unnötiger Fahrten, die wir auf Fuß, Rad und Bahn und Bus umleiten wollen. Meine Damen und Herren, meine Rede zerfällt in zwei Teile. Im ersten Teil möchte ich den Grünen ausdrücklich danken, dass dieses Thema heute auf der Tagesordnung steht. Denn natürlich ist die Frage, wie kriegen wir den Verkehr neu geregelt, Stichwort Verkehrswende, wie kriegen wir die Autos, die Stehzeuge aus unseren Quartieren und können dann den so entstandenen Raum wirklich für, ja, für Straßenleben, für Gewerbe, für Auslagen, für Gastro, für Kinder zum Spielen benutzen. Und da möchte ich heute mal nicht vage bleiben wie viele, sondern konkrete Dinge nennen. Das erste ist, wir brauchen autofreie Straßen, autofreie Stadtteile. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Neustadt, also die äußere Neustadt auf jeden Fall autofrei ist und die Altstadt auch. Was bedeutet das? Es bedeutet natürlich nicht, dass wenn ich ein Auto brauche, weil ich zum Beispiel eine Einschränkung habe, dass ich dann nicht mehr fahren darf. Es bedeutet natürlich nicht, dass nicht die liefern, laden, da reinfahren darf. Aber es bedeutet vor allen Dingen, dass keine Autos mehr dort parken und dass der Straßenraum, der Stadtraum genutzt wird. Und wie Sie sehen, autofreie Neustadt, es tut sich kein Himmel auf, kein Blitz fährt durch mich durch, es regnet auch keine Frösche, man kann es aussprechen und das ist mein Ziel. Das Zweite, was wir machen müssen, ist natürlich differenzierte Push-Faktoren einführen, die intelligent, aber
bestimmt dafür sorgen, dass zum Beispiel Zweit- und Drittautos langsam aber sicher aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Warum darf ich mein Auto, mein Zweit-, mein Dritt-, mein Viertauto quasi ja, umsonst 365 Tage vor der Haustür stehen lassen? Das ist eine Frage, die muss man wirklich stellen. Während man für Menschenwohnungen muss man Geld bezahlen, aber für Autowohnungen nicht. Und das Dritte, was wir machen müssen, ist, wir müssen endlich Radinfrastruktur angehen. Radinfrastruktur, das sind Brücken. Das sind Straßen, das sind Tunnels, das sind wirklich Bauwerke für Fahrräder. Und das ist, liebe konservative Seite, die effizienteste, die billigste, die kostengünstigste Form, Verkehrsinfrastruktur zu bauen. Sie können sozusagen viel mehr erreichen, wenn Sie Fahrradbrücken bauen oder Radschnellwege so anlegen, dass Sie kreuzungsfrei größere Strecken machen. Der zweite Teil meiner Rede, da muss ich fragen, liebe Grüne, es ist schon ein wenig zwiespältig, ja? Weil auf der einen Seite hier schön was von Lebensqualität entschleunigen und Rückgewinnung von Stadtraum zu planen und, manche ahnen es schon, gleichzeitig weiterhin an den überbreiten Planungen der Königsbrücker festzukleben, die alle, ich wiederhole es, alle aus einem Baum fällen, die die Straße von 10 auf 18 Meter verbreiten. In der Mitte ist ein sehr schönes Asphaltgleisbett, die Schleichverkehr war das Thema. Da, wo das Gleisbett ist, auf zwei Drittel der Strecke, kommen Sie nirgendwo mit dem Auto links raus oder können links reinfahren. Es muss immer dann ein Umweg gefahren werden. Es gibt natürlich riesige Schleichwege. Und vor allen Dingen, für was? Gehen Sie einmal zur Königsbrücke. Ich mache mir jetzt immer den Spaß. Ich fahre von der Schauburg bis zur Luisenstraße oder von der Luisenstraße bis zur Schauburg mit dem Fahrrad in der Mitte zwischen den Schienen. Und das habe ich jetzt schon 5, 6, 7 Mal gemacht, mitten am Tag, und es ist kein Auto hinter mir. Es ist kein Auto hinter mir. So, es fahren, wir zählen als Bürgerinitiative jede Woche weiterhin. Wir zählen jetzt, Gott, jetzt ist Corona, wir zählen 9.000, 10.000 Autos. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Und dafür baut man nicht diese Straße so aus. Das heißt, Sie haben einen schönen Antrag oder eine schöne Aktuelle Stunde, Sie haben die Themen richtig besetzt, aber dann muss man auch konsequent sein und die Königsbrücker im Bestand sanieren, die Neustadt autofrei machen, die Altstadt autofrei machen und endlich in Radverkehr investieren. Dankeschön. Als nächstes Fraktion Freie Wähler, Herr Rietsche. Sie jetzt nicht hier haben, dann lasse ich das. Gut, vielen Dank. So. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich hätte Ihnen jetzt gern den Titel der Debatte hinter mir präsentiert und ich hätte auf der zweiten Folie, die ich gezeigt hätte, auch sehr gerne aufgelöst, warum es denn diese Debatte heute gibt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sie wissen alle, am 12. Juni ist Wahlkampf und ich persönlich freue mich ausdrücklich, dass ich heute bzw. wir alle heute eingeladen wurden auf eine Wahlkampfveranstaltung der Kandidatinjenigen, die auf ihrer eigenen Homepage ab 16 Uhr eine Wahlkampfveranstaltung angekündigt hat. Im Wahlkampfkalender steht ab 16 Uhr Stadtratssitzung. Ich weiß zwar nicht, wie die Verbindung der Tätigkeiten der kommunalen Wahlbeamten und der OB-Kandidatin so zeitgleich funktioniert. Ich bin nicht die Rechtsaufsicht, aber wahrscheinlich wird der Herr Oberbürgermeister das genau prüfen. So, meine Damen und Herren, wir haben das Thema Lebensqualität in Stadtvierteln erhöhen, Auswirkungen des Kfz-Verkehrs verringern. Und wenn man auf dieses Thema schaut, dann ist es doch schon im Titel eine relativ einseitige Sicht auf den Kfz-Verkehr. Es geht nämlich um die Verringerung des Kfz-Verkehrs. Das ist aber in gewisser Weise verständlich, denn wir wissen ja alle, wir sind jetzt hier bei einem grünen Wahlkampfauftritt,
Und deswegen schauen wir uns mal grüne Politik und grüne Zielvorstellungen bezüglich Lebensqualität an. Meine Damen und Herren, der ehemalige Umweltminister Schleswig-Holsteins, jetzt aktuell Präsident der Bundesnetzagentur, bereitet uns alle vor, nicht mehr jeden Tag warm zu duschen. Klaus Müller sagt, jeden Tag, das kommt nicht in Frage. Von einem Vollbad ist zum Beispiel gar nicht mehr die Rede. Aber, meine Damen und Herren, was wird da deutlich? Eine ganz besondere Sicht auf das Volk. Denn körperliche Arbeit auf einer Baustelle oder in einem Saal, körperliche Arbeit oder Schweiß, Dreck und Blut, das sind Sachen, die in der grünen Denke von Herrn Müller scheinbar gar nicht mehr vorkommen. Von Vollbädern wollen wir jetzt hier nicht reden, aber ich bin der Meinung, Duschen bzw. Vollbäder sind soziale Errungenschaften, Hygiene ist zivilisatorischer Fortschritt und ich sehe es als menschenwürdig an, jeden Tag duschen zu gehen. Ich denke, das ist ein Grundrecht, auf das sollte man pochen. Bleiben wir bei grünen Themenfeldern und Lebensqualität. In den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde Fleisch auf dem Tisch am Sonntag, der Sonntagsbraten wurde ein Zeichen des Wohlstands. 100 Jahre zuvor war es noch ein Vorrecht des Adels zu jagen gehen. Die Bauern haben sich hauptsächlich von Getreide oder von Kartoffeln ernährt. Jetzt wird uns zum Verzicht von teurem Fleisch geraten, beziehungsweise wird es eigentlich nur noch den Vermögenden gestattet, es zu essen, wenn der Preis dementsprechend erhöht. Ich glaube, entweder verkennt die grüne Programmatik hier das Soziale oder sie will gerade das. Ein weiterer Punkt Richtung Lebensqualität. In den Jahren 1900 bis 1910 ist die Einwohnerzahl von Dresden um 150.000 gestiegen. Man hat damit reagiert, indem man die Industriegesellschaft einem gewissen Wandel unterzogen hat. Teilweise kam die Industrie aus der Stadt heraus. Es wurden Wohnungen in der Nähe der Industrieanlagen gebaut. Bestes Beispiel dafür ist Hellerau. Eigenleistung war in dem Falle willkommen. Eigentum wurde gefördert. Man hielt das für Wohlstand, was gleichzeitig die Staatskassen und den sozialen Wohnungsbau entlastete. Man sagte, von der Miete wurde man zum Hausbesitzer, vom Abhängigen zum selbstbestimmten Leben. Wenn wir heute auf die Politik der Bundesregierung schauen und auf die grüne Programmatik, dann ist das Einfamilienhaus, also das Eigentum, gerade das, was von vielen abgelehnt wird. Und genauso ist es mit der sozialen Errungenschaft der Mobilität. Harte Arbeit hatte sehr lange Zeit keinen Erholungsurlaub. Irgendwann kam es mal zu bezahltem Urlaub. Und irgendwann kam es mal so weit, dass sich diejenigen, die hart gearbeitet haben, auch eine Reise leisten konnten. Eine selbstbestimmte Reise an das Urlaubsziel seiner Wahl, das hat in der DDR bis 1989 gedauert. Irgendwann kam das Auto und hat es allen ermöglicht, selbstbestimmt mobil zu sein. Und auch heute ist es noch so, zur Wahrnehmung seiner Grundrechte, zum Beispiel Freizügigkeit, nutzt man im Regelfall das Auto. Das muss nicht jedem gefallen, aber es sollte jedem möglich sein. Zum Antrag noch was Wichtiges. Das Einhalten von Regeln, das ist in jedem Wohngebiet wichtig. Das gilt morgens 8 Uhr auf der Königsbrücker Landstraße, wo eine Querung notwendig ist. Das gilt genauso 23 Uhr auf der Luisenstraße. Regeln sollten eingehalten werden und durchgesetzt. Und wir Freien Wähler stehen nicht für diese Bevormundung, wie sie in der grünen Politik deutlich wird, sondern für Freiheit, für Mobilität und für Teilhabe, für eine Freiheit, in der jeder seine Mobilitätsform selber wählen kann. Kommen Sie bitte zum Auto Schluss. Wird in Zukunft kleiner werden, es wird wahrscheinlich auch seltener vorkommen, aber es wird präsent sein. Und das Auto nutzt nicht 23 Stunden den Tag und steht einfach so rum. Nein, das Auto steht 23 Stunden am Tag bereit. Vielen Dank. So, und zum Abschluss der Fraktionsrunde zur ersten Aktuellen Stunde, die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, so als Letzter hat man natürlich jetzt die Möglichkeit, mal einen Blick drauf zu machen. Also liebe Grüne, das war wohl ein klassisches Eigentor. So eine Klatsche habt ihr lange nie gekriegt.
Und was ich besonders unglücklich finde, das ist ein wichtiges Thema, da wollen wir nicht drum herum reden. Auch wir haben uns für Verkehrsberuhigung eingesetzt. Das Thema Verbesserung der Lebensqualität in den Wohnquartieren sollte uns allen ein wichtiges Anliegen sein. Wir haben damals einen Antrag gebracht zum Thema Pechelstraße, wo wir versucht, was haben zu erreichen. Dazu komme ich dann noch. Aber es gibt eben unterschiedliche Wünsche. Es gibt die Diskussion Anwohnerparkplätze, Spielstraßen und Radwege. Alle wollen mehr Grün, mehr Verkehrssicherheit und weniger Lärm. Das muss abgewogen werden. Nur, was nicht gut ist, wir haben eine volle Tagesordnung. Der Stadtrat verkommt immer mehr zur Quatschbude. Wir machen heute hier eine Aktuelle Stunde zu einem Thema, das nicht aktuell ist. Und der Antrag, der eigentlich dazu gehört, damit die ganze Aktuelle Stunde einen Sinn machen würde, da ist noch nicht mal die erste Lesung stattgefunden. Also ich bitte alle hier im Rat, wenn man will, dass man zukünftig auch von den Bürgern ernst genommen wird, doch die Dinge zusammenzuführen und dann auf solche aktuellen Stunden zu verzichten und die dann zu machen, wenn der Antrag dran ist. Weil ansonsten tun wir hier nicht nur unsere Lebenszeit verschwenden, sondern Tagesordnung überhaupt nie mehr schaffen. So. Spannend ist natürlich auch, was die Frau Kaspari zu dem Antrag getwittert hat. Der Antrag kam ja ein Stück weit, das wurde heute noch gar nicht besprochen, ein Stück weit im Zusammenhang mit einem der letzten Themen ÖPNV-Beschleunigung. Und da hat der ADAC mit Recht getwittert, dass sie natürlich befürchten, dass wenn man Busspuren und Straßenbahngleise freihält, zukünftig der Verkehr sich in die Wohnquartiere verlagert. Darauf kam dann die Antwort von den Grünen, dass man ja mit diesem Antrag dort das Problem lösen will. Zu gut Deutsch, ohne dass man die Auswirkungen auf angrenzende Knotenpunkte und Wohnquartiere untersucht, will man Busspuren und Bahnspuren einrichten und wenn es dann die Auswirkungen in den Wohnquartieren da sind, sollen dann die Gegenmaßnahmen geprüft werden und vielleicht irgendwann mal umgesetzt werden. Und Geld ist dafür nicht vorhanden und das bringen sie auch nicht mit. Das ist der falsche Weg. Erst müssen die Auswirkungen untersucht werden und dann kann abgewogen werden. Der Antrag, der dahinter hängt, soll nun wieder ein Konzept beauftragen. Die Grünen werden mittlerweile zur Konzeptpartei, nur mit der Umsetzung hapert es allerdings. Nun wurde hier schon mehrfach darauf hingewiesen, dass seit 2015 die Grünen da in der Verantwortung sind, sind auch seitdem für den Haushalt in Verantwortung. Das heißt, es sind offensichtlich andere Prioritäten gesetzt worden. Sonst bräuchte man hierüber heute nicht mehr reden. Also es ist ja auch so, entweder machen die Mitarbeiter in der Verwaltung neue Konzepte oder sie setzen die bestehenden Konzepte um. Das sollten wir alle nicht vergessen. Und wenn ihr so weitermacht, liebe Grüne, und das Thema Bürgerbeteiligung, wie es jetzt in dem Antrag drin steht, auch noch mit unterbringt, dann schaffen wir das oder dann schafft ihr das, die Verwaltung komplett lahmzulegen. Jetzt zurück zur Pechelstraße. Da wollten wir 2016 auch verkehrsberuhigende Maßnahmen machen, wie Geschwindigkeitsdisplays, stationäre Geschwindigkeitsüberwachung und bauliche Maßnahmen. Wurde mit großer Mehrheit im Rat beschlossen. Was ist bis heute passiert? Nichts. Alle Vorschläge wurden abgelehnt mit dem Motto Stadtrat, schleich dich. Und wer, liebe Grüne, ist seit 2016 für diesen Bereich zuständig? Das wurde ja mehrfach schon gesagt. Noch eine Anmerkung zum Thema Ehrlichkeit. Gottfried Ecke, der Ortsvorsteher von Weixdorf, hat mich daraufhin angesprochen und hat gesagt, ja, diese Geschwindigkeitsmessanlage auf der Königsbrücker Straße oder Königsbrücker Landstraße, die ist nicht kalibriert. Da gibt es erhebliche Abweichungen. Das heißt, was da an Zahlen rauskommt, muss man sehr mit Vorsicht genießen. Gleiches gilt für die TomTom-GPS-Tracking-Daten. Die sind alles andere als genau, glauben Sie mir. Damit kann man nicht wirklich einen Start machen. Wir werden uns mit dem Antrag, der hier dahinter steht, natürlich ernsthaft beschäftigen. Da gibt es einige Punkte, die werden wir unterstützen, aber andere Punkte werden wir ablehnen. Danke. So, damit sind wir zum Abschluss gekommen der ersten Aktuellen Stunde und gehen über zum